Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eine neue Ausgabe von Revolutz und Hegeli. Und wir üben schon mal für die IMA in Göppingen im September. Da und sind wir nämlich mit unserer Spur-S-Anlage. Ja, genau. Ja. Und mit einer ganz besonderen Anlage. Jawohl, die heißt nämlich Z0. Das erklären wir euch im Laufe dieser Sendung. Und jetzt fangen wir an mit einer Eisenbahn aus den späten 30er Jahren aus der Tschechischen Republik. Ganz toll. Und außergewöhnlich. Ein Böschungsgleis aus Bakelit mit eingesetzten Schienen aus Messing. Und Fahrzeuge aus Metall. Alles in einer Startpackung angeboten. Ab 1938 von der tschechischen Firma Lastra. Das sind die Anfangsbuchstaben von Ladislav Straský. Der Maßstab beträgt 1:60, die Spurweite 24 mm. Ein Versuch, kleiner zu sein als die herkömmliche Spur 0. Und das ist die Zugmaschine aus Metall. Vorbild war die GSD-Baureihe 387.0. Die zweite Vorlaufachse war wohl aus technischen Gründen nicht unterzubringen. Deswegen eine 1C1-Lok. Bei ihrem ersten Ausflug stottert die Maschine noch ein klein wenig, aber sie zeigt schon, dass sie die vielen Jahre in der Kiste eigentlich sehr gut überstanden hat. Revolutz schaut schon ziemlich zufrieden und der nächste Schritt, die Komplettierung der Lok mit dem Tender. Der passt noch nicht hundertprozentig, aber das Bild, was Lok und Tender zusammen abgeben, passt schon ziemlich gut. Und nun folgen die Wagen. Als erstes der blaue Schnellzugwagen, vierachsig aus Metall und mit einem modellmäßigen Aussehen. So, Lutz wartet schon auf den Wagen, der jetzt aufgegleist wird. Und dann schauen wir mal, ob der nächste Schritt gelingt. Oh, oh. Revolutz leicht skeptisch, aber entspannt. Vorsicht! Ich würde sagen, noch nicht optimal, aber das wird. Hier ist schon wieder raus hier. Noch mal einen anderen Wagen. Klar haben wir noch andere Wagen und somit fährt Lok, Tender und ein roter und ein grüner Schnellzugwagen. Nicht schnell, aber zuverlässig. Man hört es, die Maschine muss ein wenig kämpfen, denn jetzt ist der Zug komplett. Der blaue Wagen stolpert nicht mehr hinter der Lok herum, sondern er läuft jetzt ganz ruhig am Ende mit. Die Größe dieser Bahn heißt Z0, zwischen 0, weil sie zwischen den Spurweiten 0, 32 mm und 00 damals noch 16 mm angesiedelt war. Nochmal zur Erinnerung. Z0 hat einen Maßstab von 1:60 und eine Spurweite von 24 mm. Trotz dieses sehenswerten Zuges von Lastra ist die Nenngröße Z0 ein Exot geblieben. Das war doch großartig, das Lastra-Teil, das läuft. Da haken da drei Stücke im Keller davon und eine läuft. Ja. Das ist doch ein Erfolg. Ja, eine ist jetzt auch relativ neu, muss man sagen. Also ja, also gut, das ist wunderbar. Ja, gell? Gut. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Nee. Das war wieder einmal Revolutz und Hegerli und wir sagen Tschüss.